Ich gebe ja nicht auf, ne? Mein Dorf wird angegriffen. Mein Dorf wird angegriffen aus sämtlichen, von sämtlichen Orten aus, aber das ist mir so egal. Ja. Wir werden jetzt zur Verteidigung strömen. Wir werden jetzt einfach diese Leute hier ausschalten, die hier sich einmischen wollen. Und dann werde ich meinen Plan ein wenig in die Tat umzusetzen, nämlich hier ein bisschen mehr Schwefel abzubauen. Holen wir erstmal 5 Leibeigene. Oder 6. Mit denen werde ich dann hier hinten Schwefel abernten. Bisschen Schwefel hacken. Hallo? Könnt ihr nicht einmal mal 5 und 6. So. Genau, ihr werdet hier ein bisschen Schwefel hacken. So, weil andere Rohstoffe, Eisen haben wir noch genug auf Tasche, Stein haben wir... Oh, Stein sollten wir bald wieder ein bisschen was holen, tatsächlich. So, ja, guck mal, sind wir doch schon fast da, das ist doch schon mal was. So, dann werden wir hier die Typen gleich ausschalten. Boah, jetzt wird es aber richtig dunkel hier, die Nacht ist jetzt aber echt dunkel hier. Ja, schon eine ziemlich dunkle Nacht. So, Yuki ist schon mal da. Meine Scharfschützen sind ein bisschen langsamer, die kommen jetzt erst. Okay, Lehm... haben wir, ne? Wir kriegen ganz gut Lehm dazu. Ah, ich wollte doch jetzt auch mal hier einen Dieb rekrutieren, ne? Das kostet halt 5 Plätze, ist natürlich baut richtig heftig. Dorfzentrum das ist natürlich richtig heftig hier. Ja, gut. So, die hier alle ein bisschen platt machen. So, ihr werdet hier uns nichts platt machen. Genau, ja, ich muss halt schön Schwefel abernten. Danach muss ich auch fröhlich... mit anderen Rohstoffen arbeiten, ne? Natürlich auch weiter neue Steine holen, weil wir jetzt halt nur noch 370 zum Veredeln haben. Da muss ich jetzt auch ein bisschen mich drum bemühen. Aber Schwefel ist gerade ein bisschen wichtiger. So, Yuki und meine Scharfschützen laufen jetzt mal los und gucken mal. Okay, das ist nur da hinten irgendwie was. Irgendein anderes Geplänkel ist jetzt nicht spielentscheidend. Okay. So, aber hier ist halt eine Schatzkiste, ne? Und hier möchte ich da... guck mal, da steht schon mal sogar schon wieder einer. Da steht sogar schon wieder einer. Haben wir jetzt 724 Leben. Guck mal, hier sind voll viele. Es sind gleich 2 von denen. Ist ja krass. Alter, die sollte ich hier echt festhalten, wa? Die sollte ich hier echt festhalten gehen. Krass. Guck mal, die holen sich hier echt regelmäßig jetzt, Leute. Okay, gut. Wir haben jetzt 1000 Schwefel. Ein bisschen mehr wäre natürlich schon ganz nice noch. Aber theoretisch könnte ich jetzt schon das ganze Ding hier abstellen. Also ich könnte schon wieder die Maschine abstellen. Und da ist auch schon wieder einer, ne? Okay, warte mal. So, ihr lauft mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht tatsächlich was hinbekommen. Ob wir die tatsächlich ausschalten können, die Typen. Das wäre ja sehr, sehr, sehr schön. Was ist hier los? Jawohl. Was ist hier los? Ah, okay. Nur eine Miliz. Sonst nichts. Nichts weiter. So. Ich tue mein Bestes. Ich sehe jetzt sonst erstmal keine grünen Punkte. Ich sehe halt den grünen Punkt hier. Da bin ich ja jetzt auf dem Weg hin. Eine eurer Arbeiter, oh doch, hier oben ist noch ein grüner Punkt. Feinde greifen ihn an, wie ihr befehlt. Ja. Oh oh. Okay, Moment mal. Da, in die City bitte. In die City bitte. Moment mal, wieso habe ich jetzt nur noch 5? Die wurden schon wieder übernommen. Die wurden schon wieder übernommen. Ich glaub's ja nicht, ey. Bin schon dabei. Die wurden schon wieder übernommen. Ja. Leute, es ist. Sicher. Es kann nicht wahr sein. Sicher. Bin schon dabei. Es kann nicht wahr sein. Er läuft da so vorbei, so nach dem Motto: Ja, ich übernehme mal kurz deine Leute direkt wieder. Du hast da gerade mal 5 neue Leibeigene ausgebildet oder 6. Na, die nehmen wir doch uns gerne mal mit. Ich tue mein Bestes. Einer eurer Helden wird angegriffen. Okay. So. Halt, auf Helias. So, der muss drauf gehen. Und dann hier, auf Helias. So. Erstmal auf Helias.
So, was als nächstes? Er ist halt auch einfach schneller als ich, ne? Der kann jetzt hinlaufen, wo er will. Und ich kann ihn halt nicht mal abfangen. Weil er halt einfach deutlich schneller rennt als ich. Wenn er, solange er nicht stehen bleibt, kann ich halt nichts machen. Meine Güte, was ist das denn für Kack? Wie ihr befehlt, so soll es sein. So, hier, schnapp ihn hier. So, da ist noch einer. Oh, den müssen wir aber definitiv... Oh ja, den machen wir schnell noch platt. Den machen wir auch schnell noch platt. So. Ja, ne, sobald, solange der halt hier wegläuft, kann ich halt nichts machen. Ihr werdet angegriffen. Der Tag, wo will er denn hin? Ich kann aber bald nicht mehr weglaufen. Oh, da steht er. 24 Sekunden noch. Okay, komm, das könnte ich tatsächlich noch schaffen. Das könnte ich tatsächlich noch schaffen. Okay, den haben wir. Ist hier noch einer? Noch ein Helias? Oder waren sie das jetzt erstmal? Das waren sie jetzt erstmal anscheinend. Okay. Waren jetzt erstmal alle Helias-Typen hier, die hier rumgelungert sind. Ich tue mein Bestes. Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Oh, ja, 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 ja. Das kann ich. So soll es sein. Haben sie ihn platt gemacht? Ich glaube, sie haben ihn platt gemacht. Geil. Geil. Da ist schon wieder einer natürlich. Bin schon dabei. Ist natürlich schon wieder der nächste. Was ist der neue Tribut? Schon wieder 1000 Schwefel. Ja, nochmal 5. 6 neue wieder. So, ja, hier. Okay, wir haben 3 platt gemacht. Das ist doch jetzt schon wieder eine sehr schöne Zahl. 3 Stück haben wir platt gemacht. Geil. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich weiß halt nicht, wie schnell die hier immer wieder neu kommen. Ne? Wie schnell die immer nachgeproduziert werden. Das kann ich. Aber wir probieren es jetzt erstmal hier. Ja, noch ein bisschen Schwefel hier irgendwo wegzuholen. Das Problem ist halt wirklich, dass wir halt da ständig, wir müssen da eigentlich wirklich Kanonentürme stehen haben, ne? Aber können wir ja gleich bauen. Wir können ja gleich ein paar bauen. Zumindest Ballistatürme schon mal und danach halt verbessern. So. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Sofort. Okay. Okay. Also, das ist jetzt ja erstmal gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wie sieht's aus mit Stein? Ja, ist noch ein bisschen da. Eisen ist auch noch ein bisschen da. Das kann noch veredelt werden. Ah, hier. Sofort, aber sicher. Ich wollte ja gucken, ob der Kollege hier durchkommt. Der Kollege Dieb. Oh, was ist hier denn? Ah, was haben wir denn hier? Oh, noch ein Bürgermeister. Hallöchen, mit dir quatsche ich doch auch gerne mal. Was sagst du denn Schönes? Schön, dich zu sehen. Kannst du uns diese verdammten Priester vom Leib halten? Meine Sita nehmen ihren Glauben an und arbeiten nur noch für sie. Ja, ich habe bisher noch kein Mittel gegen sie gefunden. Nicht wirklich zumindest. Ich habe den Verdacht, dass unser Leuchtturmwärter für sie arbeitet. Immer wenn ein Schiff mit Waren für die Ingenieure ausläuft, schaltet er den Leuchtturm ein. Hat er sonst nie getan. Vielleicht hat das etwas mit den Leuten auf der Insel zu tun, die dort vor kurzer Zeit etwas aufgebaut haben. Seitdem kann sich keiner mehr der Insel nähern. Siehst du, die Schiffe fahren dann zu dieser Insel. Vermutlich bringen sie Lebensmittel und Material für die Ingenieure. Die schalten das Schutzschild aus, wenn der Leuchtturm aktiviert wird. Ich denke, den Leuchtturmwärter kann man sich mal näher ansehen. Achso, ja, sagt Yuki. Versuch es doch mal mit Bestechung. Ich habe gehört, er hat so seine Schwächen. Welche, weiß ich leider nicht. Nur biete ihm kein Geld an. Darauf legt er gar keinen Wert. Feinde greifen euch an. Oh. Kriegen ah, toll. Jungs und ich heute Abend was ist denn hier los? Kommen hier solche Typen hier anmarschiert? Milizen? Alter, die sind so, die machen sogar richtig Damage, die Milizen. Ja, ich habe halt keine Rüstung, ne? Meine Aberlistenschützen haben halt keine Rüstung. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, wie sieht's hier aus jetzt gerade? Also, die hacken hier jetzt gerade ein bisschen... Aha, guck mal. Guckt euch das mal an. Da läuft auch schon wieder ein Helias rum. Da läuft ein Ingenieur rum. Okay. Und wo ist jetzt der komische Leuchtturmwärter? Ja, Herr. Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Wo ist der Leuchtturmwärter? Ach, hier ist die dumme Prinzessin. Na, die... ob wir uns die mal vorknöpfen sollten. Da ist ein Ingenieur... Guck mal, jetzt sehe ich also die gesamten gelben Gebäude. Na, steht wieder ein Helias rum. Das
Okay, da kommt man nicht rein, ne? Ne, da kommt man leider nicht rein, ne? Das ist natürlich echt doof. Okay. Ja, was soll's. So, Yuki, dann quatsch mal mit dem Händler hier. Was sagt der denn? Hallo, Fremder. Ach, Yuki, ich hab dich im ersten Moment gar nicht erkannt. Was führt dich in diese Gegend? Könnte es sein, dass du wegen diesen Priestern hier bist? Vorhin Schwarze getroffen. Aber hör zu, ich muss mich beeilen. Du spielst vermutlich immer noch so gerne Schafskopf. Ha, der Leuchtturmwärter hat nicht zufällig die gleiche Leidenschaft? Doch, wir spielen einmal in der Woche. Wie kommst du darauf? Beziehungsweise, was ist los? Pass auf, ich brauche unbedingt ein paar Informationen über ihn. Was weißt du von ihm? Vorlieben, Wünsche oder Träume? Hat er mal irgendwas erwähnt? Mal überlegen. Er ist alleinstehend und hat sonst keine Kontakte. Er geht gern angeln und hat beim letzten Sturm sein Boot verloren. Er liebt das Meer und die Ruhe. Tja, ich glaube, das wär's. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Aber du kannst ja mal den Bergmann fragen. Vielleicht weiß der noch etwas. Oh, vielen Dank, mein Freund. Ich muss schnell weiter. Bergmann? Bergmann. Jawohl. Bergmann? Bergmann. Na, ah, da ist der Bergmann. So. Wir dürfen natürlich in der Zwischenzeit nicht vergessen, dass hier ja möglicherweise auch wieder irgendwelche Priester rumlaufen. Oh. Hallo, Yuki. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Habe gehört, du warst längere Zeit verreist. Nein, leider nicht. Das ist eine längere Geschichte, die ich dir gerne mal bei einem Gläschen erzählen werde. Jetzt habe ich dafür leider keine Zeit. Ich brauche Infos über den Leuchtturmwärter. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, über den Leuchtturmwärter. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Der ist etwas seltsam geworden, seit er seinen treuen Gefährten verloren hat. Das hat ihn sehr mitgenommen. Wie war doch noch sein Name? Ich glaube, es war Lex oder Rex oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob mir das weiterhilft. Sonst fällt dir nichts ein. Nein, tut mir wirklich leid, sonst fällt mir nichts mehr ein. Komm uns doch mal besuchen, wenn du das nächste Mal in der Stadt bist. Dann können wir uns über dein letztes Abenteuer unterhalten. Ist gut, mach ich. Na dann, Servus, bis zum nächsten Mal. Okay, wir kommen vielleicht tatsächlich ein bisschen voran. So, also irgendwas will er mit einem Hund. Können wir ihm einen Wolf schenken? Kriegen wir irgendwo einen Wolf? Aha, Einsiedler, Moment mal. Mit dem Quackenden war jetzt auch noch hier schnell. Herr Einsiedler, bin schon dabei. Was können wir für Sie tun? So, und was ist hier schon wieder los? Hier lief ja auch schon wieder einer rum, ne? So ein... Ah, und da ist der Ingenieur. Die kommen von hier, ne? Von da laufen die... Ich tue mein Bestes. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Ich meine, ich... Natürlich. Ja, ich hab genug Taler. Ist mir doch egal. Wenn dieser Vollidiot Idias hier einmal immer rumstehen will, soll er halt da seinen Lappen bekehren, ist mir jetzt auch egal. So, seid gegrüßt, guter Mann. Wie ich höre, seid ihr der Leuchtturmwärter? Oh ja, das ist der Leuchtturmwärter. Oh. Ja, kann schon sein. Wer will das wissen? Ich glaube, ich habe das Gesicht schon mal im Siedler 5 Kurier gesehen. Yuki, ist das richtig? Oh, der weiß direkt, wer ich bin. Ah, das ist nicht so gut. Genau, stimmt. Du könntest mir einen Gefallen tun. Schalt doch bitte den Leuchtturm ein. Ich erwarte nämlich ein Schiff mit Ware aus Asu. Es soll auch den Schaden nicht wert sein. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Nö, das geht nicht. Und jetzt verschwinde, ich will meine Ruhe. Hä, gibt es denn nichts, was dich umstimmen könnte? Ja, hallo. Doch, gibt doch bestimmt irgendwas zum Umstimmen. Halt. Was kannst du mir anbieten? Einen Hund? Hund? Natürlich. Woher weißt du mir denn, dass ich mir das wünsche? Okay, folge mir. Ich will den Leuchtturm aktivieren. Ja, geil! Ja, Elias, hast du das gesehen? Ich kann ein bisschen mehr als der Typi. Okay, gut. Der Rex und Lex und wie auch immer. So, ja, komm. Ja, wir schalten den Leuchtturm ein und dann Schutzschild deaktivieren. Alter, das wäre aber richtig Hammer hier. Schutzschild deaktivieren, dann können wir die Typen immer niederprügeln. Das wäre episch. Also wenn das funktioniert, dann bin ich glücklich. Ja, mal sehen. Wir müssen ja trotzdem auch erstmal auch hier mehr Schwefel. Was ist der Tribut? Wieder 1000 Schwefel, ne? Ja, wieder 1000 Schwefel.
Aha, warte mal. Für Ruhm und Ehre. Leuchtturm wurde aktiviert und der Schutzschild des Generators ist ausgeschaltet. Gerne. Aber nicht von dem hier leider. Natürlich. Nicht von dem hier leider. Für euch doch müssen wir erstmal hier hinlaufen. So. Hauptsache hier sind gerade. Ah, doch, hier sind natürlich welche übernommen worden. Gerne. Okay. Dann müssen wir da kurz mal hin. Müssen wir uns hier kurz mal angucken, das Ganze. Sofort. Dann lauf du vielleicht lieber einen Umweg. Dass du nicht direkt hier. Attackiert eure Siedlung. Noch mehr. Hallo. Zahltag. Bis in den Tod. So viele Leute hier. Also bitte. Es ist ja noch nicht wahr. Cool. Okay. So, er hat den Schutzschild da schon mal abgeschaltet. Das heißt, ein Schutzschild weniger. Wir müssen halt jetzt nur schnell die Maschine da platt machen, ne? So. Also, du kommst hierher. Yuki kommt hier auch hin, ne? Sehr schön. Wir kümmern uns darum. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin, ne? Ja. In Ordnung. Bis in den Erstmal Tod. Den Typen da platt machen. Und danach die anderen Typis. So, Hallöchen! Gerne. Hier sollst du eigentlich hin, Kollege. Nicht irgendwie hier zu viel umgehen. Oh nein! Angriff. Jetzt laufe ich direkt in Helias rein. Ich fass es nicht. Ja, okay, das nennt man natürlich Pech. Da kann ich jetzt auch nicht zu. Da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Ja, bilden wir einen neuen Trupp aus. Geht nicht anders. Glaubt nicht, Alter, die machen natürlich richtig Damage, ne? Die machen natürlich ordentlich Damage jetzt. Ah, okay, das sollte Yuki schaffen. Ja. Hä? Ja. Hä? Moment mal. Hä, wie komme ich denn da hin, bitte? Sicher. Hä, wie komme ich denn da hin, bitte? Ja. Ja. Feinde greifen eure Häuser an. Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Ja. Muss ich erst Winter machen, oder wie? Sofort. Mit Vergnügen. Nee. Ja. Angriff. Ja. Nee, hä? Wie soll ich... Hä? 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 Moment, das ergibt jetzt gerade keinen Sinn. Moment mal. Muss ich jetzt hier erst Winter machen, oder wie? Das könnte ich ja mal probieren, auf jeden Fall. Ich könnte ja mal hier unten einen Wetterturm einfach hinbauen. Ich meine... Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Ich meine, an sich, ne, wir haben hier eh Wetterkraftwerke, also können wir auch schnell einen Wetterturm da hinbauen. Können wir mal gucken, ob das funktioniert. Okay, gut. Neuen Trupp Scharfschützen. Haben wir hier rekrutiert. Okay. Sofort. Ja, mal sehen, ob wir die hier wirklich direkt... Warte mal, wieso... Wieso greifen die hier immer noch an? Wieso macht ihr vor allem nichts dagegen? Hallo? Ihr könnt die doch nicht hier die ganze Zeit einfach auf den Bauernhof einprügeln lassen. Hallo? Was soll denn das? Machen wir hier los? Keine Ahnung. Huch, hoppala. Okay. Also... Ich weiß jetzt gerade nicht, was da los ist. Das funktioniert irgendwie gerade noch nicht so gut. Ja, vielleicht muss ich tatsächlich irgendwie... Aber sicher. Im Winter. Vielleicht muss ich tatsächlich den Winter irgendwie... Mit Vergnügen. Hier, sofort. Hier machen, damit er dann hier übers Eis rüberkommt. Ja. Wäre möglich. Dann könnte ich hier das Ding schön platt machen. Die Dampfmaschine hier schön niederbügeln. Mal schauen, ob das funktioniert. So, Yuki prügelt da auf das Haus ein. Oh, okay, da kommen wieder welche. Die sind jetzt aber auch kein großes Problem. Ja, gut. Die sollen da jetzt laufen, das ist jetzt egal. Ja, Sache ist natürlich, ich kann... Okay, Yuki prügelt sich jetzt hier halt mit Helias, ne? Gut, das heißt, sie hält den Helias jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf. Oh, ich kann tatsächlich Winter machen. Dann wäre das doch jetzt mal ein Versuch wert, oder? Natürlich. Natürlich. Okay, wenn er sagt natürlich, dann probieren wir das. Dann probieren wir das doch mal. Schalten wir mal den Winter ein. So. Es schneit.
Okay. Aha, tatsächlich. Es geht jetzt. Wir können übers Eis. So, mein werter Herr Dieb kümmert sich jetzt gleich mal um die Dampfmaschine. Und dann schauen wir doch mal, was da passiert. Ah, oh, vielleicht ist das endlich mal ein Fortschritt hier in dieser kleinen Welt. Rums. Ja, mach mal ein bisschen Rums. Und danach das Wetterkraftwerk auch gleich ausschalten. Genau, vielleicht kriegt das Wetterkraftwerk schon gleich einen gewissen Schaden damit. Okay, 15 Sekunden. Aber sicher. Ah, das kann ich nur ausräubern. Möchte ich aber gerne angreifen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, okay, es war jetzt nicht so wahnsinnig effektiv, ne? Mein Dorf steht unter Beschuss. Schon wieder. Kommen schon wieder hier ein paar Typen an. Okay, die kommen also gerne von hier. Ach, schön. Irgendwie, wisst ihr was? Jetzt, wo es Winter ist, wirkt es gleich viel angenehmer hier mit den Priestern. Das ist doch schön. Ist doch gleich richtig gemütlich. Das gefällt mir sehr. Ist doch gleich richtig schöne, gemütliche Stimmung. Ach, ist das herrlich. So, und hier wird tatsächlich jetzt ganz gut Schwefel gehackt. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Hier kommen auch gerade keine neuen Leute mehr raus. Werden keine neuen Leute mehr übernommen. Jawohl. Lass mal gucken, ob wir jetzt theoretisch von hier schon bald was richtig Schönes machen können. Ja, ich weiß, dass du da stehst. Ah, okay, sie ist einfach nur kaputt. Oder wie? Okay, ich will die ja komplett in die Luft sprengen, die Maschine hier, ne? Muss man noch kurz warten. Spürt diese Klinge. Spürt diese Klinge mit 5 Angriff. Jetzt seid ihr dran. Druff da. Jo. So. Mal sehen, ob gleich irgendeine geile Meldung kommt von bla bla bla. Die Maschine ist kaputt. Okay. Okay. Wir haben jetzt eine Maschine tatsächlich zerlegt. So. Ist jetzt... Wir erledigen das. Seid unbesorgt. Ne, kommt man sofort. Leider immer noch nicht durch. Schade. Ergreift sie. Schade. Ja. Okay, ich hätte es... Es wäre schön gewesen. Wir erledigen das. Oh nein. Dafür sind wir jetzt haben genau sie sich hier festge... Yeah. Wir kümmern uns darum. Festgebackt? Nein, wir okay, wir kommen darum, durch. Okay. Wie ihr wünscht. Es funktioniert. Ja, ja, muss nur ein bisschen öfter klicken. Bisschen auf die Taste 1 smashen. So soll es sein. So, aber vielleicht ist ja da der Schutz weg. Keine Ahnung, wo der Schutz weg ist, aber wir haben auf jeden Fall einen Schutz schon weg. Hallo? Ja, weiter angreifen, bitte. Keine halben Sachen hier. Keine halben Sachen hier. Wir machen richtig Randale. Okay. Aber wir haben ziemlich viel Eisen. Wow. Okay, also Eisen ist... Mega. Oh, wir haben keinen Stein mehr. Wir haben keinen Stein mehr. Dann holen wir mal 3 Leute, die Steine. Okay, das ist natürlich doof, ne? Ohne Steine wird es natürlich ein bisschen schwierig. So. Geht ihr mal hier Steine hacken. Und Lehm haben wir, glaube ich, eigentlich auch genug, oder? Ja, Lehm haben wir eigentlich auch erstmal genügend. Geht ihr auch ein paar Steine hacken. So. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt so weitergehen könnte. Ja gut, Yuki steht mit dem Typi da rum, ne? Aber wir sehen ja auch hier oben jetzt ein bisschen was, ne? Also hier holen sie sich auch manchmal wahrscheinlich ein paar Bogenschützen. Ah, und hier haben sie die Zelte. Also wenn ich hier durchkommen würde, ich müsste eigentlich nur hier hinten einen Dieb hinschleusen. Das heißt, mit ein paar Leuten hier angreifen, zeitgleich mit dem Dieb hier durchrennen, meinen Dieb hier hinten drin verstecken und dann hier die Zelte einreißen mit dem Dieb. Dann würde ich, weil die stehen ja alle hier unten, um zu beschützen, dann würde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht dastehen. Allerdings werden sie wahrscheinlich auch merken, wenn ich dann einen Dieb durchschleusen will. Das werden sie wahrscheinlich raffen. Warum greift er die Einsiedlerhütte nicht richtig an? Na egal. Jetzt seid ihr dran. So, also jetzt das ist auf jeden Fall schon mal gleich Geschichte auch.
Ja, muss halt noch einen weiteren Sprengsatz zünden, ne? Wahrscheinlich reicht einer nicht, um das Wetterkraftwerk niederzubügeln. Nee, das reicht nicht. Oh, sorry, Jungs. Jetzt seid ihr dran. Und ich weiß auch nicht, warum er immer aufhört anzugreifen. Das ist auch ein bisschen komisch. Naja. Angriff. Weiter angreifen, bitte. Immer auf schön sie, drauf da. Spürt diese Klinge. Spürt diese Klinge. Ja. Okay, oh, wartet, was ist mit euch hier eigentlich los? Ach. Hätte ich euch doch mal hier nehmen können, um da anzugreifen. Na, das wäre doch vielleicht gar nicht so doof gewesen. Viel, ja, viel besser eigentlich. So, dann kommt ihr hier hin, um hier unsere Leute zu beschützen, wenn hier mal wieder, ja, irgendwelche anderen Typen anmarschieren. So, guckt mal, jetzt haben wir wieder ein paar Steine. Jetzt können wieder Steine veredelt werden. Aber, Alter, Rohstoffe, keine Sorge. Wir haben jetzt genug. Das sieht jetzt ziemlich gut aus. Einzig und allein Schwefel ist halt nicht so wahnsinnig gut, ne? Da fehlt ein bisschen was. Auf sie. Weiter. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft. So, bald mal sehen. Bald wird es wieder wärmer. Auch schade. Schade. Ich habe mich gerade so an den Winter gewöhnt. Gerade ein bisschen gefreut, dass es hier schön weihnachtlich ist. Es ist auch ein bisschen frisch jetzt gerade hier. Oh, guck mal. Hier, was ist das denn hier? Da hackt einer Holz. Irgendwo hier. Ja. Irgendwo am Ende der Welt hat er sich hier ein paar Bäume gesucht, die er dann die Sonne kehrt hacken kann. Okay, es wird Sommer. Attacke. Okay, gut. Das Ding ist jetzt wirklich erledigt. So. Angriff. Aber wir kommen da immer noch nicht durch? Moment mal. Hä? Also, wir haben jetzt das Schutzschild zermörsert, aber das bringt nichts, oder wie? Hä? Okay, was hat es jetzt gebracht, dass wir da drüben alles niederreißen? Hat das jetzt überhaupt irgendwas Angriff. Gebracht? Das hat genau nichts gebracht, ne? Nö. Attacke. Nur, dass mein Dieb jetzt hier festsitzt. Ja gut, also das hier haben wir noch und das hier haben wir noch. Also wir haben noch zwei verschiedene Gebiete, die wir noch irgendwie reinigen müssen dann. Aber wie das dann gehen soll, ich will halt, vielleicht sollte ich echt versuchen, hier irgendwie das Gebiet ein bisschen zu reinigen. Ah, das mache ich mit Yuki und dem Dieb dann. Ja, Yuki und der Dieb, die kümmern sich dann da zusammen drum. Alter, wie langsam die arbeiten hier, ne? Oh, warte mal, halt, Yuki. Jawohl. Moment, der, ich sehe doch genau, was der will. Ja, oh, warte, gerne. Bleib lieber hier stehen, ne? Wenn der da steht, dann sollte Yuki sich lieber auch bei dem weiter aufhalten. Ach, wir haben sie eh schon wieder. Ah, sie sind eh schon wieder verloren. Ja, guck mal, sie sind eh schon wieder hier unterwegs. Ich muss eh schon wieder neue Leute erstmal hinschicken, ne? Ja, okay, mach mal. Machen wir doch gerne. Da ist doch kein Problem. So, Rums, mach hier mal diese Hütte dem Erdboden gleich. Vielleicht muss ich ja tatsächlich alle Gebäude hier einreißen, um wirklich das hier effektiv hinzukriegen. So. Ja, ist gut. Okay, gut, Einsiedlerhütte ist auch gesprengt. Gut, aber sonst gibt's hier tatsächlich nichts mehr, ne? Gerne. Mit Vergnügen. Nö, sonst ist hier nichts mehr. Für euch doch immer. Ja, aber hat sich jetzt, also, natürlich, hat sich jetzt nichts getan dadurch irgendwie, ne? Ist jetzt einfach nur ein bisschen anders. Na gut. Aber ich finde das krass, dass die so langsam den Schwefel veredeln. Die brauchen ja ewig. Die brauchen ja ewig, bis die Schwefel veredeln. Guckt euch an, wie schnell das mit dem Eisen geht. Wir haben jetzt schon 11.000. Gut, wir haben halt auch 3 Schmieden, ne? Aber trotzdem, 2 Laboratorien sollten ja trotzdem auch in einer gewissen Geschwindigkeit das eigentlich hinkriegen können. Ja. Na gut. Ja, was bleibt uns dann noch übrig zu sagen? Eigentlich können wir ja gar nicht mehr so viel machen. Hier können wir eine Uhr bauen, ne? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Motivation. Tja, was fehlt noch? Was sollten wir jetzt als nächstes tun?
Also die Prinzessin, mit der müssen wir irgendwann noch quatschen, weil die läuft hier immer wie panisch rum. Weiß ich nicht, was das soll. Ist hier noch irgendwo anders noch ein weiterer Helias wieder aktiv? Nee, ist im Moment nur der hier, ne? Vielleicht sollten wir also tatsächlich dann anfangen. Ich sollte vielleicht tatsächlich hier rüberlaufen zu Yuki. Und dann den Typen platt machen. So. Ja, machst du weiter mit Holz. Dann den Typen platt machen. Dann sollte ich Winter machen, dass halt mein Dieb hier wieder auf die andere Ufer kann. Und dann werde ich versuchen... Ach, guck mal, da läuft wieder einer. Dann werde ich versuchen, hier oben irgendwie durchzukommen. Ich werde versuchen, einfach mit Yuki reinzulaufen, das Feuerwerk zu zünden, alle Leute in die Flucht zu schlagen. Dann meinen Dieb durchzuschleusen. Und das wäre im Prinzip der ideale Plan. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir werden es versuchen. So, und dann können wir, wenn wir hier sind, dann nämlich die Zelte ausschalten, die Kanonentürme ausschalten. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zugang hier in die Region und können hier vielleicht von hier oben irgendwas machen. Naja, mal sehen. Werden wir beim nächsten Mal machen. Ich guck mal, ob das funktioniert. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar da und bis bald.